Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Emir of Dubai. Dieses Video ist sehr besonders, weil gestern mein Dubai-Jubiläum war. Ich bin jetzt seit genau 2 Jahren hier, also am 10. Dezember 2020 bin ich in Dubai angekommen. Und jetzt, 2 Jahre später, gibt es wieder mal ein Fazit. Diesmal wird es kein Pro-Kontra-Video wie im letzten Jahr. Also ich habe letztes Jahr schon mal ein Fazit-Video gedreht. Mit den ganzen Pro-Kontra-Punkten. Diese sind auch aktuell, deswegen, also könnt ihr gerne abchecken, entweder hier oben oder links oben, werde ich den das Video einblenden. Dieses Video wird einen kleinen Rückblick geben in die letzten 1 bis 2 Jahre, aber hauptsächlich auf das letzte Jahr. Was alles geschehen ist, wie ich Dubai sehe, wie ich hier die Zukunft sehe, also meine Zukunft in Dubai und. Fangen wir direkt an, also es hat, wie gesagt, sehr viel getan in den letzten 2 Jahren. Ich würde jetzt behaupten, dass ich wirklich komplett angekommen bin. Ich lerne viele neue Auswanderer kennen. Also aktuell ist ja der Mega-Hype seit 1-2 Jahren, Dubai auswandern. Es wandern so viele Leute aus, tausende Leute aktuell, von jung bis alt. Und dann kommen die oft auf mein Netzwerktreffen, auf mein deutsches Netzwerktreffen, was ich alle 2 Wochen veranstalte für die deutschen Auswanderer. Und dann sagen die, ja, ich bin hier angekommen, ich fühle mich super wohl. Und dann frage ich, wie lange bist du schon hier? Sagen die 3 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate. Und es gibt halt mehrere Stufen des Ankommens. Also die erste Stufe ist halt so, die meisten bereiten sich ja vor auf die Auswanderung, kommen vorher mehrmals. Die wenigsten kommen wie ich einfach one way, ohne jemals in Dubai gewesen zu sein. Wie gesagt, die waren 4, 5 Mal in Dubai, dann haben sich abgemeldet, kommen hier und sagen, ich bin angekommen. Aber dann, also bei mir, die Stufen des Ankommens waren so, ich bin erstmal angekommen, 10 Tage Hotel. Nach den 10 Tagen, also zum Ende hin, also am Anfang bist du natürlich im Touristenmodus und nachdem ich dann nach 10 Tagen in die erste WG eingezogen bin, dachte ich mir, okay, jetzt bist du nicht mehr Tourist, du bist jetzt angekommen, du wohnst jetzt hier. Du lebst nicht mehr aus dem Koffer, sondern hast jetzt deine Sachen im Schrank und hast jetzt eine feste Bleibe für die nächsten Monate. Das war so erste Stufe von Ankommen. Die nächste Stufe war dann bei mir erreicht, wo ich meinen Job hatte. Da habe ich mir gesagt, okay, guck mal, ich bin jetzt hier seit 2, 3 Monaten, du kennst dich hier langsam aus, du kannst hier Auto fahren, du kennst langsam schon die Strecken, du hast langsam Orientierung in den Malls, war so die nächste Stufe von Ankommen. Dann war so der nächste Schritt, dass ich mein eigenes Auto hatte. Das war so der nächste Schritt. Und dann halt meinen ersten Jahresvertrag, die Emirates ID. Dann sind das halt so lauter Stufen. Dann war die nächste Stufe bei mir erreicht, dass ich zum Beispiel Business gestartet habe, damals mit 2 Partnern. Dann dachte ich mir, okay, jetzt bist du wirklich angekommen. Aber wie kann ich jetzt behaupten, dass ich wirklich angekommen bin? Also jetzt, 2 Jahre später, bin ich verheiratet. Ich habe meine Frau, also meine Familie hier, ich bin nicht mehr alleine. Ich lebe in einem Haus mit Garten, habe ein Haustier, muss nicht mehr jeden Tag draußen essen gehen. Es wird zu Hause gekocht, zu Hause gegessen. Ich habe mein eigenes Business und ja, Alhamdulillah, so fühle ich mich zu 100% angekommen. In diesen 2 Jahren habe ich auch einige Leute gesehen, die Dubai wieder verlassen haben. Also wirklich viele, die hier 1 Jahr waren, also plus minus 1 Jahr waren und dann halt es nicht mehr geschafft haben. Aus finanzieller Sicht oder auch einfach aus psychischer Sicht, weil im Endeffekt, wie gesagt, seid ihr hier alleine. Am Anfang ist alles schön, ihr kommt hier an, habt sehr viele junge Leute um euch herum. Und also ich rede jetzt so von den Single-Auswanderern im jungen Alter, Anfang, Mitte, Ende 20. Und am Anfang ist halt alles schön, du lernst Leute kennen, jeder hat so dieselbe Motivation, viele Macherleute, alle haben so ein Mindset, jeder pusht jeden, man geht jeden Tag raus, ist hier in der Bar, hier in dem Restaurant, lernt jede Menge Leute kennen. Am Anfang ist das super schön, aber irgendwann macht das keinen Spaß mehr. Also irgendwann ist das einfach zu viel, weil auch die Qualität der Leute einfach schlecht ist. Also hier, echte Freundschaften gibt es eigentlich kaum. Man hat natürlich immer wieder mal Freunde, mit denen man 2 Monate, 3 Monate unterwegs ist. Aber am Ende des Tages trennen sich die Wege. Also das war sowohl bei mir so, aber auch bei vielen anderen in meinem Umfeld. Also viele Freundesgruppen bilden sich. Man hat schöne Zeiten, aber ja, das sind halt alles so gute Zeiten, Freunde. Wirkliche Leute, auf die man sich verlassen kann, wird man hier sehr, sehr selten finden. Weil jeder hier im Endeffekt alleine kommen ist, jeder will hier Geld machen, jeder ist hinter seinem eigenen Hintern her. Und ja, keiner wird sich hier um euch kümmern, keiner wird euch auch unter die Arme greifen, wenn es euch mal schlecht geht. Also ich habe hier jetzt 3 Millionäre kennengelernt, die alles verloren haben, Dubai verlassen mussten. Und am Ende des Tages hat denen keiner gesagt, komm, wir tun uns mal 10 Leute zusammen, geben jeder mal 200 Euro im Monat, damit diese Person hier sich wieder aufbauen kann. Dazu kommt auch noch, dass Dubai mega klein ist, also
das habe ich auch damals in dem Video erzählt, Dubai ist zwar eine Mega, nicht eine Mega-Metropole, aber es ist eine Metropole mit 3 Millionen Einwohnern, aber die Spots sind sehr gering. Also du hast Marina, du hast Downtown die Ecke, dann hast du noch ein, zwei andere Spots, Palme und so. Aber die meisten Leute, also ich rede jetzt über die deutschen Expats, die deutschen Auswanderer, halten sich halt entweder in Marina oder in Downtown auf, also jetzt die Singles. Familien sind nochmal anders, also die leben dann oft auch hier in häuslicher Gegend, wo ich das jetzt tue, in Damakil 2. Aber halt für die Single-Auswanderer, die sind dann halt entweder Marina oder Downtown und dann ist auch schnell vorbei. Also ich habe damals 1,5 Jahre in der Marina gewohnt. Ich war der absolute Strandfreak. Ich bin wirklich so die ersten 6 Monate jeden Tag an den Strand gegangen oder an den Pool, aber 80% am Strand. Und irgendwann hast du auch keine Lust mehr drauf. Also du gewöhnst schnell dran und irgendwann vergeht einfach die Lust, weil irgendwann so immer dasselbe, dann hat das halt keine Besonderheit mehr. Also die Ausgehmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Natürlich, du hast viele Restaurants, aber die meisten sind einfach zu überteuert, um dorthin zu gehen, wenn du hier lebst. Und als Resident ist er ja anders, als wenn du hier 2 Wochen Tourist bist. Da kannst du nur Nusslet gehen, da kannst du hier hingehen. Aber wenn du hier lebst, geht das ja nicht, weil das Leben ist auch teuer. Das ist auch der nächste Punkt. Also Dubai ist extrem teuer geworden. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Euro halt gefallen ist, der Wert des Euros. Das habe ich auch schon oft angesprochen. Letztes Jahr im Mai, also Mai 2021, habe ich für 1 Euro 4,5 Dirham bekommen. Und jetzt zwischenzeitlich war der bei 3,5. Also 1 Euro 3,5 Dirham. In den letzten jetzt, paar Tagen ist der Euro wieder stabil geworden. Aber auch so, also vor 2 Jahren waren die Preise noch im Keller hier, die Mietpreise und alles, weil halt Corona war, viele Touristen nicht gekommen sind, viele weg waren, also Residents, waren die Mietpreise sehr gering. Aber als dann halt die Expo kam, sind die Preise angestiegen. Dann kam der Russland-Ukraine-Konflikt. Dann sind halt viele Menschen aus diesen Regionen hingekommen und die Preise sind extrem in die Höhe getrieben, geflogen. Also vor allem bei Mietpreisen oder halt Immobilienkaufpreisen. Aber auch so, die Inflation ist natürlich auch hier aktiv. Benzin war letztes Jahr bei 45 Cent und jetzt kostet der Liter 92 Cent und das ist jetzt auch schon der runtergesetzte Preis. Der war zwischenzeitlich auch schon bei 1,30 €. Als ich im Sommer 2 Monate in der Türkei war, dachte ich mir auch so, ganz ehrlich, das ist so extrem teuer in Dubai, weil so jetzt verglichen anhand Türkei, Dubai, hier zahlst du für ein Lahmacun, für eine türkische Pizza in den Standard türkischen Restaurants 11 bis 12 €. Und in der Türkei kriegst du halt alles in Türkisch für 1 €, kriegst du dort viel, viel mehr für dein Geld und ich finde auch einen viel besseren Service. Und ich habe mir auch gedacht, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht durch Dubai profitieren würde, weil im Endeffekt ich bin abhängig von Dubai, mein Business läuft über Dubai, mein YouTube-Kanal läuft nur mit Dubai, würde ich gar nicht zurückkommen nach Dubai. Und so habe ich auch schon einige Freunde reden gehört, dass sie halt Dubai verlassen haben, weil sie es dann auch nicht mehr eingesehen haben, so viel Geld zu bezahlen für das normale Leben. Ein weiterer Punkt, warum viele gehen, ist dann halt auch die Einsamkeit. Also wie gesagt, man hat zwar diese paar Freunde für gute Zeiten. Aber am Ende des Tages können die halt auch nicht deine echten Freunde, die du seit 20, 30 Jahren kennst in Deutschland, mit denen du durch dick und dünn gegangen bist, ersetzen und die Familie halt gar nicht. Und hier halt heiraten, Alhamdulillah, ich hab's geschafft, aber es ist wirklich eine Seltenheit. Also ihr werdet von sehr wenigen deutschen oder westlichen Expats hören, dass die hier mit Mitte 20 heiraten, weil halt ja auch hier der Vibe ist halt so extrem Urlaub-Vibe. Alle sind so auf Yachtenmodus, sowohl Männer als auch Frauen wollen Party machen und keiner hat da ernste Absichten, sich in eine feste Beziehung zu begeben, also zu heiraten. Und ist ja auch nicht einfach, denn natürlich so seine Verpflichtungen und seine Verantwortung. Irgendwann vermisst man auch einfach dieses normale Leben. Also ich lebe jetzt seit 2,5 Monaten in Damakil 2, wie gesagt, verheiratet. Und bei uns wird jetzt zu Hause gegessen. Wir verbringen wirklich mal 3, 4 Tage am Stück zu Hause. Und das gibt einfach einem eine Ruhe. Und man ist dann wirklich so angekommen. Man hat dieses häusliche Leben, dass man mal einfach so morgens türkischen Fernseher laufen lässt, Trash-TV, dass man mal abends so zusammen Filme schauen kann, die Füße ausstreckt, dass zu Hause gegessen wird, gefrühstückt wird, Abend gegessen wird, dass man einen vollen Kühlschrank hat, alles voll ist. Also, dass man einfach zu Hause ist.
dass man sich auch zu Hause fühlt und dieses heimische Leben hat und nicht so wie in der Marina oder in Downtown, dass man immer dieses Gefühl hat, okay, ich muss jetzt raus, ich kann nicht zu Hause bleiben, sonst verpasse ich was. Dieses touristenartige Filme, was man das erste Jahr lebt, ist halt so ein Instagram-Life und irgendwann, wie gesagt, hat man die Nase voll davon und hat man keine Lust mehr und wie gesagt, es geht auch stark auf die Tasche. Einen Punkt habe ich noch, den ich ansprechen möchte, bezüglich der Situation aktuell mit den ganzen Auswanderern. Also die Personen, die Leute wandern gerade wie verrückt aus, aber das Problem ist, die meisten wandern einfach so auf gut Glück aus, haben gar keine Skills, haben nichts vorzuweisen und denken sich, okay, ich wandere einfach aus, kann mein Leben wie in Deutschland, Österreich, Schweiz einfach weiterleben, habe halt nur gutes Wetter, Palmen, blauen Himmel, aber so einfach ist das nicht. Also erst einmal rate ich jedem, erstmal hier nach Dubai zu kommen, mindestens mal 2 Wochen die Stadt sich anzuschauen, bevor man auswandert. Okay, ich habe es auch nicht so gemacht, ich bin auch einfach One-Way gekommen, aber das ist halt schon sehr naiv. Würde ich keinem vorschlagen und keinem empfehlen, weil ich habe jetzt auch Leute kennengelernt, die halt One-Way gekommen sind, noch nie hier waren und dann waren so, okay, ist das jetzt Dubai so? Die hatten eine andere Vorstellung, weil hier im Endeffekt ist nicht einfach Instagram und YouTube, das ist halt auch ein anderer Ort. Es hat hier auch seine eigene Kultur, seine eigene Mentalität. Ihr habt hier ganz andere Kulturen, die aufeinandertreffen und okay, Dubai ist sehr weltoffen, hier gibt es keine Diskriminierung, die empfangen jeden. Aber trotzdem ist dann hier schon vieles anders, als wie man es gewohnt ist in Deutschland. Dann hast du hier zum Beispiel sehr, sehr viel mit Indern, Pakistanern zu tun, die halt einfach eine ganz andere Mentalität haben und halt auch einen ganz anderen Service an den Tag bringen. Jetzt bezogen zum Beispiel, wenn ihr Makler habt, die sind sehr unzuverlässig. Das ist jetzt nicht nur auf die Inder, Pakistaner, das betrifft halt sehr viele Völker hier, dass die einfach nicht diese Professionalität hier liefern, die man gewohnt ist aus Deutschland. Und viele kommen jetzt hier und haben die deutsche Brille auf und erwarten halt alles 1:1 wie in Deutschland, aber das ist halt nicht so. Ja, ich würde jedem empfehlen, halt so hinzukommen, sich das anzuschauen und nicht zu überstürzen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, ich weiß nicht, ob ich das eben schon angesprochen habe, ob ich mich wiederhole. Ihr müsst was drauf haben, um nach Dubai zu kommen. Dubai ist eine Leistungsgesellschaft. Okay, ihr könnt hier auch als Angestellter arbeiten, 2000 Euro bekommt ihr, aber es gibt sehr, sehr wenige Jobs, wo ihr safe einen Job bekommt. Und falls ihr jetzt wissen wollt, wie man einen Job bekommt, schreibt einfach German Speaking Jobs Dubai. Dort gibt es immer so 2, 3 Arbeitgeber, die immer wieder nach Arbeitern suchen. Ein Arbeitgeber davon ist auf jeden Fall ein Scam-Unternehmen, ein Scam-Callcenter. Und das andere ist halt Kundenservice von Lufthansa, die eigentlich immer Leute einstellen, aber das dann auch so ein lahmer Job, der euch keinen Spaß machen wird. Und Dubai ist halt eigentlich nur gemacht für Unternehmer. Das ist eine Leistungsgesellschaft, wie gesagt. Man muss hier was drauf haben, man muss was leisten. Keiner greift euch unter die Arme, wenn es nicht läuft. Und wenn ihr hier nur von einem Job abhängig seid und wenn der Job halt weg ist, dann müsst ihr halt auch weg. Nur weil hier in Dubai viele erfolgreiche Leute sind und viele reiche Leute sind, heißt das nicht, dass man hier automatisch Erfolg haben wird und reich wird. Das ist unreal. Es gibt halt einige da, die sich motivieren über meine Videos. Das ist auch schön. Also man kann nach Dubai auswandern. Ich bin das beste Beispiel, dass man von 0 auf 100 bringen kann. Also nicht 100, aber halt, dass man hier glücklich und erfolgreich leben kann, über die Runden kommt, ohne Probleme. Allerdings sehen die meisten Leute halt erstens nicht, dass ich halt mich vorbereitet habe mit einem Bachelorstudium und dass ich halt 35.000 Euro mitgenommen habe. Ich bin hier nicht komplett null gegangen. Und für meinen weiteren Erfolg mit meinem ganzen Netzwerk ist halt meinem YouTube zu verdanken. Also ich habe meinen YouTube-Kanal in der Hand und habe so gesehen eine Nische gefüllt, die halt frei war. Und das wird halt schwer, diese mir Konkurrenz zu machen in dem Feld. Aber nee, also ihr werdet hier nicht so einfach jeden anschreiben können und Kontakt bekommen können. Bei mir ist halt wie gesagt der Vorteil mit YouTube, die Leute kennen mich, die finden mich halt sympathisch und ich habe halt diesen Schlüssel YouTube, die Leute kennenzulernen. Aber wenn ihr jetzt hier hinkommt und dann einfach mal jedem schreibt, hier Daniel, lass mal treffen, hier Dirk Kräuter, lass mal treffen, das wird leider nicht klappen, beziehungsweise in den seltensten Fällen. Ich spreche das nochmal so deutlich an, weil ich in letzter Zeit so viele Leute kennenlerne, wo man schon weiß, okay, die werden bald komplett hier auf die Nase fallen, die als hier Angestellte durchstarten wollen, aber den Jobmarkt komplett überschätzen, beziehungsweise die eigene Rolle überschätzen, ohne richtige Skills. Und da wird hier nichts finden. Also als Junior, Fresher, so mit wenig Berufserfahrung, im jungen Alter, seid ihr hier nicht so gefragt auf dem Jobmarkt, beziehungsweise werdet nicht viel Geld verdienen. Und ich habe jetzt Familien kennengelernt, Familienväter, die mit ihren Frauen und Kindern ausgewandert sind,
die kein richtiges Einkommen haben, keine großen Skills haben oder halt Mütter mit Kindern, die hier Urlaub gemacht haben und sich dann spontan dazu entschieden haben, in Dubai zu leben. So einfach ist das nicht. Ich bin jetzt auch mittlerweile so, hier in Dubai ist das Problem, wenn du jetzt zu einer Person gehst in Dubai, zum Beispiel auf meinen Netzwerktreffen beobachte ich das immer sehr stark, die Leute erzählen ihre Planungen, also so ihre Fantasien und dann bekommen sie extrem viel Zuspruch von überall, weil man sagt ja immer Dubai, positive Mindset und so, aber das geht dann halt komplett ins Unreale immer rein. Dann werden die halt gepusht von allen Seiten und dann glauben die an ihre Sachen. Aber ich bin so mittlerweile, ich stoppe die Leute, ich sage, guck mal, so, das klappt nicht, das wird nicht klappen, das ist unrealistisch. Ich gebe sogar eher mehr negative Energie, damit die Leute halt noch mehr nachdenken, damit die halt am Ende hier nicht floppen. Also ich meine das komplett gut mit den Leuten und nicht böse. So, dann nochmal ein bisschen zu mir, ein bisschen private Einblicke. Also die letzten 2 Jahre, beziehungsweise das letzte Jahr war sehr turbulent. Ich habe mir eben das Video angeschaut, mein Fazit nach einem Jahr. Dort habe ich mich bedankt für 2000 Abonnenten. Und Alhamdulillah, jetzt haben wir schon fast 16.000 Abonnenten. Also wir haben über 14.000 Abonnenten dazu gewonnen. Und das in einem Jahr. In letzter Zeit geht es ein bisschen langsamer voran, aber Gott sei Dank, es läuft immer weiter. Und ja, ich habe einige Rückschläge gehabt, ihr habt das ja mitbekommen, ich habe euch ja alles erzählt, mit meinen Business-Partnern, meinen Geschäften, also sowohl dieses Krypto-Geschäft ist daneben gegangen, als auch das Brabus-Geschäft, aber Fehler sind normal, man muss halt aus Fehlern lernen. Die ersten Fehler, die ich gemacht habe, habe ich beim zweiten Mal nicht wiederholt. Natürlich, man macht immer wieder neue Fehler, das ist halt menschlich, aber man darf einen Fehler nicht nochmal wiederholen. So, ich habe jetzt gesehen, okay, Partnerschaft ist nichts für mich. Also auch allgemein, ich würde abraten von Partnerschaften in Dubai, macht euer eigenes Ding oder halt mit euren Geschäftspartnern aus Deutschland. Aber hier Leute, die ihr kennengelernt habt seit 2 Monaten, mit denen ihr 2-mal Shisha rauchen wart, mit denen sollt ihr auf gar keinen Fall Geschäfte machen. Vor allem nicht, wenn ihr in der Öffentlichkeit steht, weil, wie gesagt, jeder denkt an seinen eigenen Hintern. Jeder ist hier, um Geld zu verdienen und ja, viele gehen dann auch so gesehen über Leichen, also haben keine Werte leider. Ich habe für mich persönlich jetzt entschlossen, dass ich kurz, mittelfristig auf gar keinen Fall mehr Partnerschaften eingehen werde. Ich will nur noch das machen, was ich kann. Auch dieses Versprechen vom schnellen Geld, das geht oftmals schief. Also lieber dann weniger verdienen, aber dafür stabil und langfristig. Aber Gott sei Dank, trotzdem verdienen wir gut Geld. Also jetzt 3. Monat und jeder Monat war bisher 5-stellig, in Euro wohlgemerkt. Also Alhamdulillah, das ist schon wirklich schön. Aber ich habe mir auch nie Stress gemacht, weil im Koran steht, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und ich war einfach geduldig, bin ehrlich geblieben, bin halt so meiner Linie treu geblieben und am Ende ist der Erfolg gekommen. Den Erfolg habe ich aber auch natürlich Allah zu verdanken, aber das habe ich auf Instagram erzählt, meiner Ehe. Wir glauben halt im Islam daran, dass mit der Ehe ein Segen kommt, auch ein finanzieller Segen kann das auch sein, und den habe ich auf jeden Fall gespürt. Ich habe damals meiner Frau den Heiratsantrag gemacht, irgendwann im November, und Dezember ist sie gegangen. Dann haben wir für Mai geplant zu heiraten und in der Zeit, also bis April, hatte ich gar kein Geld. Also wirklich so 200-300 Euro am Ende des Monats immer nur übrig, womit ich auskommen musste. Aber dann kurz vor der Hochzeit habe ich noch 5-stellig verdient und dann lief YouTube super, Geschäfte liefen ein bisschen, dann natürlich von der Hochzeit Geld hier und her. Und jetzt, wie gesagt, läuft das Business sehr gut und ich kann easy für uns beide sorgen. Deswegen auch Appell, wenn ihr heiraten wollt, macht euch keine Sorge wegen den Finanziellen, das wird schon alles klappen. Man muss, wie gesagt, einfach ehrlich sein, Ehrlichkeit währt am längsten und ja, dann werdet ihr euch auch hier beweisen bei den Leuten. Weil dann sehen die, okay, die wissen Bescheid, Person X, Emir, ist ein ehrlicher Typ, der ändert sich nicht, der bleibt seiner Linie treu und dann werdet ihr auch am Ende beliebt sein. Dann nochmal kurz so für Planung, Zielsetzungen 2023. Also ich fühle mich in Dubai sehr, sehr wohl. Ich bin sehr glücklich hier, sowohl ich als auch meine Frau. Also wir beide sind sehr glücklich hier. Und ja, wir planen auf jeden Fall noch in Dubai zu bleiben. Man kann natürlich nicht sagen, wie lange. Man weiß nie, wie sich das entwickelt. Ich denke nicht darüber nach, für immer in Dubai zu leben. Aber so die nächsten 5 Jahre nehmen wir auf jeden Fall mit. 5 bis 10 Jahre, also mindestens 5 Jahre. Rest ist offen. Natürlich so lange, wie gut es läuft hier. Wenn ich aber irgendwann merke, okay, ich verdiene kein Geld dadurch, dass ich in Dubai bin, sondern verliere Geld, dann würde ich halt weggehen und dann würde ich halt in die Türkei auswandern oder halt Idealvorstellung, dass man halt pendelt, dass man den Sommer in der Türkei verbringt und den Winter hier verbringt. Ja, den Sommer hier, den kann ich nicht empfehlen. Das war jetzt der 2. Sommer, dass ich hier war und es ist schon wirklich nicht schön.
Nächstes Jahr wollen wir dann auch auf jeden Fall komplett weg sein. Wir wollen eine Europa-Türkei-Tour machen mit meiner Frau. Und ja, das war's dann alles. Das war so mein Jahresrückblick. Das war so mein Fazit zum Dubai-Auswandern mit dem Kopf nach 2 Jahren. Wie gesagt, ich erhoffe mir noch weitere erfolgreiche Jahre. Ich hoffe mir, dass wir die 20.000 Abonnenten noch voll machen in den nächsten 3 Wochen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Peace out und ciao.